Deutschland im Fußballfieber. Die WM sorgt dafür, dass zu den Spielen der deutschen Nationalelf das Land im Ausnahmezustand ist. Und da es sich in Gemeinschaft besser mitfiebern und Tore feiern lässt, erfreut sich das Public Viewing großer Beliebtheit. Doch das gemeinsame Fußballerlebnis muss gut organisiert sein. Vor der Durchführung einer Public Viewing-Veranstaltung sind neben praktischen Fragen vor allem auch Fragen des Lizenzrechts und des Urheberrechtsschutzes zu klären. So ist zum Beispiel zu klären, ob es einer FIFA-Lizenz bedarf. Eine solche ist nicht erforderlich, wenn der Veranstalter für das Public Viewing kein Eintrittsgeld verlangt. Wird im Rahmen der Public Viewing-Veranstaltung Musik abgespielt, so muss der Veranstalter auch eine Lizenz der GEMA erwerben. Auch Sportreporter und Journalisten haben Urheberrechte an ihren Beiträgen. Auch diese werden durch die GEMA verwertet. Zu beachten ist, dass Fernsehgeräte, Großbildschirme oder Leinwände, die bereits das ganze Jahr aufgestellt und bei der GEMA angemeldet sind, nicht noch extra lizenziert werden müssen. Da der Begriff Public Viewing beim Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes in Verbindung mit einem Logo als Wort Bildmarke eingetragen ist, können gegebenenfalls auch Markenrechte berührt sein. Die reine Verwendung des Begriffs Public Viewing ist nicht geschützt. Der Markeninhaber kann Lizenzgebühren nur bei Verwendung des entsprechenden Logos verlangen. 5 Stunden Zeitunterschied zwischen Brasilien und Deutschland führen dazu, dass viele Spiele erst spät in der Nacht live zu sehen sind. Laut Polizeiverordnung ist ab 22 Uhr Nachtruhe. Für die Fußball-WM zeigt sich der Staat jedoch gnädig mit den Fußballfans. Da die Bundeskanzlerin bekanntermaßen ja selbst ein großer Fan der deutschen Nationalmannschaft ist, hatte die Bundesregierung wohl für den Zeitraum vom 27. Mai bis 31. Juli 2014 ein Einsehen und die Verordnung über den Lärmschutz bei öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien über die Fußball-Weltmeisterschaft 2014, kurz die Lärmschutz-VO WM 2014, erlassen. Nach dieser Verordnung können die zuständigen Emissionsschutzbehörden nach pflichtgemäßen Ermessen auch das überwiegende Interesse der Allgemeinheit an öffentlichen Fernsehübertragungen der WM 2014 im Freien bejahen und Public Viewing-Veranstaltungen über den Zeitpunkt 22 Uhr hinaus gestatten. Wer im eigenen Garten mit anderen Fans die Spiele im Freien verfolgt, benötigt dafür keine behördliche Genehmigung. Vorausgesetzt, die Gäste stehen im direkten Verhältnis zum Gastgeber, sind also Nachbarn, Freunde oder Familienangehörige. Für das private Fußball-Fernsehvergnügen gelten keine zeitlichen Ausnahmeregelungen. So sind also die Fernseh- und Rundfunkgeräte ab 22 Uhr auf Zimmerlautstärke einzustellen. Will man dies vermeiden, so stellt man entweder auf einem bürokratischen Weg einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung oder man wählt den unbürokratischen Weg und lädt den Nachbarn zu sich ein. Gerade in Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft sollten Fußballfans jedoch Rücksicht auf die Nachbarn nehmen und andererseits sollten Fußballmuffel tolerant sein. Tor für Deutschland. In der Euphorie lässt man sich gern dazu hinreißen, die alten Feuerwerkskörper von Silvester in den Himmel zu jagen. Doch Vorsicht, hier endet die Toleranz des Gesetzgebers. Handelt es sich um Feuerwerkskörper der Klasse 1, also sogenannten Ganzjahresfeuerwerken, so können diese von Personen ab 12 Jahren ganzjährig erworben werden und auch abgebrannt werden. Es bedarf deshalb keiner Genehmigung. Anders verhält es sich bei Feuerwerkskörpern der Klasse 2. Das sind Feuerwerkskörper, die nur von Personen von über 18 Jahren erworben und auch abgebrannt werden dürfen. Für diese gilt nach § 23 Absatz 2 der Sprengstoffverordnung, dass ein Abbrennen nur in der Zeit vom 31. Dezember 0 Uhr bis zum 1. Januar 24 Uhr gestattet ist. Möchte man also ein Feuerwerk der Klasse 2 wegen der Freude über ein Tor abbrennen, so bedarf es grundsätzlich der Genehmigung der zuständigen Gemeinde. Aber auch diesbezüglich gilt, wo kein Kläger, da kein Richter.
Um an der gemeinschaftlichen Freude nach einem gewonnenen Spiel die gesamte Stadt teilhaben zu lassen, geht es gern per Autokorso auf Tour. Grundsätzlich verboten, aber unmittelbar nach dem Spiel können die Fans vielerorts mit der Toleranz der Behörden rechnen, wenn die wesentlichen Standards eingehalten werden. Streng genommen ist ein Autokorso nach der Straßenverkehrsordnung verboten. Die Teilnahme kann als Ordnungswidrigkeit mit einem Verwarngeld in Höhe von 20 Euro geahndet werden. Während der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft sind aber erfahrungsgemäß die Ordnungshüter sehr nachsichtig. Nimmt man an einem Autokorso teil, ist bei aller Freude zu beachten, dass immer noch die Straßenverkehrsordnung gilt. Es gilt also auch der § 1 gegenseitige Rücksichtnahme. Auch in Feierlaune und bei Schrittgeschwindigkeit hat ein Autokorso nicht Vorfahrt vor anderen Verkehrsteilnehmern. An roten Ampeln ist selbstverständlich anzuhalten. Ist ein Auto mit mehr Personen als zugelassen belegt, so ist ein Bußgeld von 80 Euro sowie ein Punkt in Flensburg möglich. Die Gurtpflicht ist bei einem Autokorso ebenfalls nicht aufgehoben. Ein Verstoß kann mit einem Verwarngeld in Höhe von 30 Euro geahndet werden. Lehnt man sich aus dem Auto oder steigt auf den Sitz, um aus dem Dachfenster zu jubeln, so kann das mit einem Verwarngeld von 40 Euro geahndet werden. Außerdem läuft man Gefahr, dass bei einem Unfall der Versicherungsschutz entfällt. Auch bei einem Autokorso muss sich der Fahrer des jeweiligen Fahrzeuges an die 0,5 Promille-Grenze halten. Bei 0,3 Promille Alkohol im Blut macht sich der Fahrer, der einen Unfall verursacht, strafbar. Ein guter deutscher Fußballfan zeigt Flagge während der WM. Fähnchen und weitere Fanartikel am Auto sind ein Muss. Kein Problem, wenn die Sicherheit dabei nicht außen vor bleibt. Die kleine, sehr beliebte Nationalfahne zum Einklemmen an die Seitenscheibe ist nach der Straßenverkehrsordnung zulässig. Allgemein wird jedoch empfohlen, diese Klemmfähnchen vor Fahrten auf der Autobahn abzunehmen, da diese ab einer Geschwindigkeit von 100 km/h schnell zum Geschoss werden können und der Autofahrer hierfür haftet. Es wird auch empfohlen, nicht schneller als 50 km/h mit diesen Fähnchen zu fahren, es sei denn, der Hersteller gibt andere Geschwindigkeitsangaben. Eine Fahne an einer Stange aus dem Auto herauszuhalten, gefährdet nicht nur andere Verkehrsteilnehmer und die Sicht des jeweiligen Fahrers, sondern ist auch verboten. Wer nach einer langen Fußballnacht morgens nicht auf Arbeit will, sollte das vorher mit seinem Chef oder mit dem Betriebsrat sauber klären. Vorsätzliches Blaumachen kann arbeitsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Kündigung nach sich ziehen. Ratgeber Dr. Roland und Renger, jeden Monat neu im Programm von ERTV. Schicken Sie uns Ihre Anfragen an redaktion@ertv.de.